stuff more. Heute gibt's Erstflug, aber nicht einen, sondern gleich zwei. Franz Schaberger mit seiner Udet Flamingo, ein Bausatz von Jörg Wonneberger, im Maßstab 1 zu 3 mit einer Spannweite von 3,33 Meter und einer Startmasse von 23 Kilo. Und dann Karl Binder mit seiner Boeing Stearman, ein Bausatz von Balsa USA mit einer Spannweite von 2,90 Meter und einer Startmasse von 24,5 Kilogramm. Auf den Sternmotor im Eigenbau von Franz komme ich später noch zu sprechen. Und jetzt wird's ernst. Beim Münzenwerfen habe ich den ersten Start erhalten. Also dann, nix wie raus auf die Piste. Die Boeing Stearman, wohl einer der bekanntesten Doppeldecker, wurde ab 1934 über 8500 Mal gebaut und bei der US Army als Trainer eingesetzt. Nach 1945 leistete sie in der Landwirtschaft sehr gute Dienste. Jetzt noch ein paar Infos zum Original. Die Spannweite ist 9,8 Meter und die maximale Abflugmasse 1230 Kilo. Als Motor kam ein Continental R670 mit 220 PS zum Einsatz. Später wurden dann stärkere Motoren eingebaut. Hier sorgt ein Moki 250 für den Vortrieb. Ein 5-Zylinder Sternmotor mit 250 Kubikzentimeter Hubraum und ca. 15 PS. Die eingebaute Mercury Powerbox ist mit einem Kreiselsystem, dem iBüro, ausgestattet. Beim Erstflug möchte ich aber nicht, dass dieser aktiv ist. Also Kontrolle, ob das wirklich so ist. Zieht ein bisschen nach links, da müssen wir noch was nachtrimmen. Und auf der Höhe brauchen wir auch noch was, aber es wird immer besser. Gut ist gegangen, nichts ist geschehen, da kommt große Freude auf.
jetzt kommt der Udet Flamingo. Erstflug des Originals war 1925. 240 Stück wurden davon gebaut. Als Antrieb diente ein Siemens & Halske mit 96 PS. Also im Modell ist ein Originalnachbau, ein Eigenbau von Franz im Maßstab 1:3 des Siemens & Halske SH11 eingebaut, der bei 5000 Umdrehungen ca. 10 PS leistet. Als Luftschraube ist eine Fiala 30x16 in Verwendung. Im Original eine Spannweite von 10 Meter und eine Startmasse von 800 Kilogramm. Franz baute am Modell 18 Monate und am Motor ca. 3 Jahre. Na perfekt, auch der Flamingo-Erstflug erfolgreich absolviert. Das gibt heute noch ein Fest. Wir freuen uns schon aufs kühle Bier. Die Freude ist so groß, die Stirnen muss gleich noch einmal in die Luft.
Und weil es so schön war, machen wir jetzt noch eine gemeinsame Runde. Stehende Latte am ersten Tag? Nicht wirklich lustig. Das war eigentlich Zeichen gewesen. Ja, ich sag's dir immer. Es ist genug, ne? Aber mit Kopf.